Hallo von der Proklima Wissenswerkstatt. Heute möchte ich wissen, warum ein Gebäude eine Außendichtung benötigt. Und dazu habe ich Michael Förster eingeladen. Er ist der Leiter der Anwendungstechnik bei Proklima und Bauingenieur. Hallo Michael. Proklima hat ja tolle Lösungen für die dichte Gebäudehülle und ist vor allem bekannt für die intelligenten Lösungen bei der Luftdichtung innen, hat aber auch Lösungen bei der Außendichtung. Warum braucht denn ein Gebäude eine Außendichtung? Die Außendichtung hat zwei Funktionen. Zum einen schützt sie das Bauwerk während der Bauphase, das heißt also Feuchtigkeit, Regen, Niederschläge können nicht in Konstruktion bzw. in das Gebäude eindringen. Und zum anderen stellt sie eine sogenannte regensichernde Zusatzmaßnahme dar, die in Kombination mit der Eindeckung vom ZVDH, das ist der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, gefordert wird. Aber warum brauche ich denn diese zweite wasserführende Ebene? Hier gibt es eine Abhängigkeit von der Eindeckung. Das können ja Dachziegel oder Dachsteine sein, Schieferdeckungen, Blecheindeckungen. Und diese Eindeckungen, die sind natürlich unterschiedlich dicht. Und dementsprechend ist es abhängig von der Lage erforderlich, zum Beispiel eine regensichernde Zusatzmaßnahme in Form einer Unterdeckung vorzusehen. Wenn ich eine Außendichtung plane, auf was muss ich denn achten? Gibt es denn so typische Fehlerquellen, die dir bekannt sind? Wenn du von Planung sprichst, dann muss natürlich erstmal überhaupt geplant werden. Das heißt also, die Art der Eindeckung muss passen zur regensichernden Zusatzmaßnahme. Das kann jetzt zum Beispiel nicht nur die Unterdeckung sein, sondern auch eine Verklebung oder die Anordnung einer zusätzlichen Nageldichtung unter der Konterlatte. Du sagst also, es muss erstmal geplant werden. Heißt das, es wird manchmal nicht geplant? Ich glaube, dass halt viele Konstruktionen einfach ausgeführt werden. Ne? Dacheindeckung drauf, darunter eine Untersteckbahn oder Unterspannbahn angeordnet. Und dort fehlen halt eben einfach ein paar Dinge, die ansonsten eigentlich erforderlich werden und vorgegeben sind. Und auf was muss der Handwerker achten? Kennst du da die typischen Fehler, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man nochmal drüber gesprochen hätte? Der Handwerker muss natürlich passende Produkte wählen. Also die Art der Unterdeckung, die Art der Verklebung und die Art der Nageldichtung müssen natürlich zur Eindeckung passen. Okay, dann vielen Dank, Michael. Wir haben also gelernt, dass es wichtig ist, nicht nur eine Außendichtung einzubauen, sondern auch vorher darüber nachzudenken, wie man sie richtig plant. Wenn ihr auch ein Projekt habt, wir helfen euch hier gerne weiter. Schreibt einfach eine Mail an die Proklima Technik, technik@proklima.de oder ruft einfach die Technik-Hotline an unter 06202 2782 45. Und natürlich gibt es auch tolle Seminare, auch mit meinem Kollegen Michael Förster in der Proklima Wissenswerkstatt, wo ihr das alles lernen könnt.